Guten Abend, liebes Publikum. Die Katze auf dem heißen Blechdach. Der eine oder andere von Ihnen wird diesen Film ja sicherlich schon gesehen haben. Er ist schließlich 58, glaube ich, gedreht worden. Und ja, warum wähle ich diesen Film aus? Es ist Elizabeth Taylor. Ich glaube, ein kleines bisschen ist sie diejenige gewesen, als ich so meine ersten Schritte gemacht habe in die Filmwelt, die ich ja gar nicht vorgesehen hatte für mich, wer auch immer das war. Aber Elizabeth Taylor war sicherlich dann in der späteren Zeit jemand, von der ich dachte, ja, sie hatte so eine Vorreiterrolle in diesen prüden 50er Jahren der Amerikaner. Sie war kraftvoll, sie war schön, sie war aber auch eine zerbrechliche und eine gebrochene. Und es war so eine Mischung von einer Frau und von einer Frauenfigur, wo ich gedacht habe, ja, all das macht eine Frau spezifisch auch aus. Und das auf die Leinwand zu bringen und mit so viel Leidenschaft es auf die Leinwand zu bringen. Ich habe wirklich immer an ihren Lippen gehangen, aber ich habe vor allen Dingen an ihren Augen gehangen. Sie ist eine der Schauspielerinnen, wo der Fokus wirklich die Geschichte ganz stark über die Augen erzählt wird. Es muss immer weniger Dialog sein, sondern man schaut ihr in die Augen, man weiß, was ihr Angst macht, was ihr Freude macht, was sie wütend macht, was sie kränkt. Und sie ist so ein Zugband gewesen für mich einfach, dass ich gedacht habe, da möchtest du mal hin, das möchte mal deine Richtung sein. Also das ist einfach der Grund gewesen, warum ich diesen Film ausgewählt habe. Sie hat ja unendlich viele, plötzlich im letzten Sommer oder Cleopatra oder Giganten. Also man könnte so viele Filme aufzählen. Aber gerade dieses Kammerspiel eigentlich von Katze auf dem heißen Blechdach, das ist etwas gewesen, was mir auch nach wie vor heute die große Herausforderung ist, in einem kleinen Raum mit wenig Menschen eigentlich eine kraftvolle ganze Biografie zu erzählen. Ich hoffe, es geht Ihnen auch so. Lassen Sie sich erfreuen und erschrecken und mit leiden und mit hoffen und mit wütend werden. Auf jeden Fall lassen Sie Ihre ganzen Emotionen auch aus und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung.